Hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Heute geht es nach... Interessanter Background. Schön, das ist der Kreis Ludwigsburg, wo wir heute hingehen. Hier rot markiert im grünen Baden-Württemberg. Und da haben wir eine Detailkarte. Da sehen wir die Flüsse Neckar und Enz. Und die Enz, die mündet bei Besigheim in den Neckar. Passt ja wunderbar. Dann schauen wir uns mal diesen Punkt an. Hier haben wir eines der malerischsten Bilder. Da sehen wir Unterstadt und Oberstadt. Schon früh erreicht uns die Kunde von Besigheim. 12. Jahrhundert. Da wird die Stadt an die Markgrafen von Baden gegeben. Die lassen gleich zwei Burgen errichten. Alte staufische Anlage, kann man sagen. Zwei Burgen, eine am Nordwestende, eine am Südostende. Ein wichtiger Übergang, eine wichtige Einnahmequelle auch, kann man sagen. Die Unterstadt, die hat heute kaum noch Teile ihrer Befestigungen, war aber früher mit ihren Mühlvierteln und Ähnlichem auch schwer befestigt. Wir sehen hier noch Schießkammern mit Schießscharten. Und die Häuser der Oberstadt natürlich mit dem Rathaus auf die Böschungsmauer der Hauptmauer aufgesetzt. Hier, das ist sehr beeindruckend, hat natürlich auch enormen Aufwand verursacht. Die Unterstadt ab und zu mal von Hochwasser getroffen, aber es ließ sich leben. Natürlich hier am ehemaligen Bürgelestor, da sehen wir, dass auch die Unterstadt schwer befestigt war. Gelang es einem, in die Unterstadt einzudringen, dann konnte er sich von da aus natürlich nach oben vorarbeiten. Das durfte nicht passieren. Das Bürgelestor, das mündet hier unterhalb der oberen Burg am Ochsengraben in eine Toranlage mit Schießkammern, hatte auch ein Vortor, zurückversetzte weitere Schießscharten, das war so schwer befestigt. Wir kommen schließlich im Südosten an den Ochsengraben mit der oberen Burg und dem Schochenturm. Ein runder Bergfried, bestes staufisches Buckelquaderwerk, wie man es nach der Bauperiode nennt, oder auch romanisch genannt, also 12. 13. Jahrhundert. Hier der Ochsengraben, jetzt mit einer festen Steinbrücke, früher natürlich ein freier, weiter Halsgraben. Und hier sehen wir den Bergfried, den Schochenturm, der dann die Zufahrt mit mehreren gestaffelten Toren auch wieder schützte. Besigheim hatte eine sehr bewegte Geschichte. 1504 zum Beispiel, da war es im Besitz der Kurfürsten zu Heidelberg. Und da hat sich dann auch der Herzog von Württemberg der Stadt bemächtigt. Konnte sich nicht lang erfreuen. Es gab sehr viele wechselnde Besitzer in den nächsten Jahrzehnten, bis schließlich im 16. Jahrhundert die Stadt endgültig an Württemberg gelangte. Der Turm selbst mit oberem Eingang, hier stadtseitig der Graben zugeschüttet, die Burg war auch zur Stadtseite mit einem Graben versehen, um ganz sicher zu sein, dass die Bürger nicht irgendwann mal. Da sehen wir dann auch das steinerne Haus, Verwaltungsbau, auch eine kleine Garnison lag da drin. Wir gehen weiter um die Stadt herum. Hier sehen wir die Cyriakuskirche. Auch hier ist die Kirchhofmauer Teil der Böschungsmauer der Oberstadt. Der Wehrgang abgetragen seit dem 19. Jahrhundert. Im Dreißigjährigen Krieg gab es Blessuren, ganz klar. Man hat da dann den Wehrgang der Stadtmauer nicht wieder aufgebaut, sondern noch einige Häuser draufgesetzt. War ja auch ganz praktisch. Hier nun im Osten nach Nordwesten sehen wir größere Teile der Stadtmauer. Hier hat es keine Unterstadt, sondern schließlich im Nordwesten dann die untere Burg mit dem Waldhornturm. So nennt man ihn heute. Auch hier zur Bequemlichkeit ein kleiner Toilettenerker ersichtlich. Hier von der Stadtseite. Die Nebengebäude dieser unteren Burg wurden abgetragen und dann durch Stadthäuser ersetzt. Aber in diesem Turm, da sehen wir jetzt mal die Mauerstärke, sehen auch noch alte romanische Säulen, 12. 13. Jahrhundert, wie gesagt, und gewisse Annehmlichkeiten unter der gewölbten Kuppeldecke lassen sich noch erkennen in Form eines Ofens.
Sehr geräumig war es hier nicht, sehr wohnlich eher weniger, aber dafür sicher. Doch jetzt steigen wir, um es mal so zu nennen, auf das Dach, gerade darüber, und sehen uns einmal die Stadt ein bisschen an. Hier nun ein Schwenk von Norden nach Westen. Hier sehen wir dann auch Reste der Stadtbefestigung, fast schon eingefasst von den neuen Häusern. Die große Kelter oder alte Kelter, die Stadt hatte drei Keltern insgesamt, stammt aus dem 16. Jahrhundert und war wirklich, da es sich ja hier um eine Weingegend handelt, eine gute Einnahmequelle. Jetzt sehen wir den Blick nach Südosten gewandt und schauen ein bisschen rein, entlang der Kirchstraße, das ist die Hauptstraße, zur Cyriakuskirche und zur oberen Burg. So, nun sehen wir uns die Stadt ein wenig an. Zunächst die Unterstadt. Da gibt es relativ wenig zu sehen, weil das nur eine Straße ist mit Häusern, die nach links und rechts abzweigen. Das war es dann schon. Viele Keller führen in den Berg rein. Gehöfte, Stallungen. Noch recht rustikal, um es mal so zu sagen, wie das in den früheren Jahren eben war. Brücken über den Fluss in Holz. Und jetzt zur Oberstadt. Man kann es entweder wie er machen. Dann sieht das Ganze von oben so aus. Oder man wählt den Weg über die Eiperturmstraße. Hier sehen wir den Standort des im 19. Jahrhundert abgetragenen Eipertors, weiß markiert oder hell markiert. Man hat dann im 19. Jahrhundert die ganzen Stadttore abgetragen, damit es ein wenig zugänglicher wurde. Aber die schönen alten Fachwerkhäuser im Original 16. Jahrhundert oder früher, die sind herrlich hergerichtet. Hier zum Beispiel 1603. Da haben wir jetzt einige in der Eiperturmstraße ansässigen Gebäude, teils verputzt, gehen jetzt die Kirchstraße entlang. Wir sehen die untere Burg. Ja, und sind hier wieder an der alten Kelter. Große Tore, damit die Wagen mit den Trauben rein konnten. Häuser nebenbei, 1610 und später. Vorkragendes Fachwerk, beste Zimmermannskunst. Man muss sich einen guten Tag Zeit nehmen für Besigheim, denn da hat es sehr viel zu sehen. Wir kommen wieder in die Kirchstraße und finden hier die alte Apotheke. Brauchen Sie ein wenig was? Zum Beispiel Drogen, Chemikalien, Haar- und Kopfwasser, Toilettenartikel. So sahen die Werbeschilder vor 150 Jahren aus. Drogen waren eben medizinische Gebrauchsgüter. Eines der Backhäuser der Stadt. Auch liebevoll wiederhergerichtet und zu besonderen Anlässen noch in Benutzung. Hier haben wir nun das sogenannte Alte Schloss, Sitz der Obervögte, 1908 historisierend neu gebaut, hier dann die zweite Kelter oder ein Haus für Fußböden, 1508 original erbaut, offene Erdgeschosshalle, Fachwerk darüber. Da gibt es viele verträumte Winkel. Auch die Schule am Steinhaus, wie sie heißt, die alte Lateinschule, geht ins 15. Jahrhundert zurück, mehrfach umgebaut. Das Stadtschreiberhaus in der Stadtschreibergasse mit Brandmauer, hohem vorkragenden Stockwerken mit Ladelugen, Speichergeschoss oben, daneben ein im Grunde Doppelhaus. Es gibt die verschiedensten Baustile, für jeden findet sich etwas. Hier sehen wir nun die äußere Straße, biegen ab zum Marktplatz. Da haben wir den berühmten Brunnen, vorher jedoch das Dreigiebelhaus, stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist ein Zusammenbau von drei verschiedenen Fachwerkhäusern, daher der Name. Sehr sehenswert, kann man sagen. Um den Markt herum natürlich auch hier Fachwerkhäuser und den Stadt- oder Marktbrunnen mit dem Wappner. Das ist der Ritter, der da oben steht, auf der 1953 erneuerten Brunnensäule. Und dieser Wappner, der trägt stolz den Schild Badisches Wappen. Das ist also aus einer Zeit, als es an die Markgrafen von Baden ging.
Die Wappen wechselten, man hat sich eben für dieses hier in der Rekonstruktion entschieden. Jetzt aber noch kurz zum Rathaus. Da sehen wir hier bestes Fachwerk, das ist auch recht groß, wenn man sich das mal über die Lang- oder Traufseite ansieht. Und das Fachwerk verwendet Holznägel. Alte, traditionelle Art und Weise. Sehr schön. Über die Giebelseite gesehen, da fällt uns dieser kleine Balkon auf. Der stammt allerdings aus dem späten 19. Jahrhundert. Die Uhr hingegen, die geht im Original ins 16. Jahrhundert zurück. Ja, Peter Hinlein und so. Die ersten mechanischen Uhren. Die ist natürlich hier restauriert, trägt die verschiedenen Wappen. Ein wenig nebenan die Stadtkirche, St. Cyriakus. Die geht ins 13., 14. Jahrhundert zurück, wurde dann in der gotischen Periode, also im 15. Jahrhundert, erneuert. Grabsteine an der Außenwand, Bauinschriften. Es lohnt, einmal um die Kirche herumzugehen, besonders aber sich das Innere mal anzusehen. Eine schöne, kreuzrippengewölbte Decke, wie man das auf Fachdeutsch sagt. Wesentlich bedeutender und interessanter aber ist der Chor, das Chor, wie man früher richtiger sagte. Da hat es zunächst die sogenannte Armenbibel, original um 1530, restauriert natürlich. Für die Armen, die nicht lesen konnten, hat man das eben bildlich dargestellt. Und so konnte jeder beim Kirchenbesuch dann eben lesen, was da war, in Bildern. Der Altar, der ist von 1520, ja, wird Christoph von Urach zugeschrieben, auch einem berühmten Holzschnitzer. Er gereicht ihm zur Ehre und man kann durchaus sagen, reicht an Tillmann Riemenschneider heran, dem ganz berühmten Holzschnitzer, der so ein trauriges Ende nahm. Aber zurück zu Christoph von Urach. Er fertigte eben diesen Altar, der sich in einer prachtvollen Weise darstellt. Man sollte sich Zeit nehmen, das im Einzelnen zu betrachten. Die Figuren voll plastisch, 3D, wie man heutzutage sagt. Die Seitenflügel in Hochreliefarbeit. Da hat er sich wirklich Mühe gegeben, war auch berühmt, dieser Christoph von Urach, und nicht gerade billig. Aber Besigheim hatte Geld, war keine freie und Reichsstadt, sondern eine Landstadt, aber trotzdem gut betucht. Ja, und mit diesem letzten Blick auf den Altar ist unser kleiner Besuch schon zu Ende. Danke!